Cisco Webex Meeting. Ja, eine Software, von der ich dachte, die dich vielleicht auch interessiert, weil sie einfach in diese Reihe passt, zum Beispiel zu GoToMeeting, was ja auch eine typische Online-Software ist, eine Online-Meeting-Software, oder zu Jitsi, was wir hier auch schon hatten. Genau. Es geht wieder darum, schnell und einfach erklärt, sodass du direkt nach dem Video loslegen kannst. Mein Name ist Gwendolin und du bist hier richtig, wenn du mit den richtigen Strategien und Tools dein Business auch online führen möchtest oder vielleicht auch sogar nur online führen möchtest. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, aber eins noch schnell vorweg. Damit du nichts mehr verpasst, denk dran, diesen Kanal zu abonnieren und wenn dir das Video gefällt, lass mir ein Like da. Und nun gehen wir auch direkt in die Software, direkt in die Übersicht, direkt in den Meetingraum, damit du sehen kannst, was alles möglich ist, was du einstellen kannst und wie du das Ganze bedienst. So, wir befinden uns jetzt auf der Seite von Cisco, von webex.com. Hier oben seht ihr es auch in der URL. Ja, das ist die Startseite. Hier könnt ihr dann euch direkt anmelden, kostenlos testen. Einfach eure E-Mail-Adresse eingeben und dann geht's los. Hier seht ihr es auch nochmal. Meetings kostenlos testen. Und es gibt sogar auch einen Plan für kostenlose Meetings. Also man kann das direkt in Anführungsstrichen buchen. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingegeben habt, dann kommt einfach alles weitere, wie das dann vonstatten geht, per Mail in euer Postfach. Ja, die Seite sieht so aus, wie alle aussehen. Hier seht ihr nochmal, wie die mobile Ansicht wäre, was man so machen kann und ja, welche Möglichkeiten Cisco sonst noch bietet. Das sage ich gleich dazu, weil es gibt verschiedene Produkte. Wir gucken uns aber heute Cisco Webex Meetings an. Und ich gehe jetzt über den kostenlosen Link hier oben und dann komme ich auch direkt in meinen Raum. Hier seht ihr meinen persönlichen Raum. Auch hier wieder super aufgeräumt, ähnlich wie bei GoToMeeting, was wir ja schon mal besprochen haben. Also hier habt ihr euer Dashboard quasi, was man hier machen kann. Hier seht ihr gleich, wem der Raum gehört und ich kann wieder auch hier ad hoc ein Meeting starten oder Termine ansetzen, also sprich Meetings planen. Hier seht ihr noch die Möglichkeit, die Cisco Webex Meeting App zu installieren. Wir sind hier im Moment in der Desktop-Version. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich auch dazu ein Video drehen. Also das wäre die Cisco Webex App, die man von seinem Laptop nutzen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die auf dem mobilen Gerät. Wenn euch das auch interessiert, auch in die Kommentare. Also ich nehme das gerne auf und dann werdet ihr dazu demnächst ein Video sehen. Okay, nun wollen wir aber mal eben kurz schauen, was man hier einstellen kann. Home, ja, hatte ich gerade schon gesagt, ist klar. Meetings, da könnt ihr dann die Meetings planen und eure vergangenen Meetings anzeigen lassen. Aufzeichnung ist, denke ich, klar, da sind die Aufzeichnungen zu finden. Wichtig für uns sind noch die Einstellungen. Da könnt ihr nämlich schon im Vorfeld die Einstellung vornehmen. Die braucht man dann nicht mehr alle direkt in dem Online-Meeting durchgehen. Und zwar einmal die Zeitzone, dann die Sprache und die Region. Den Part habe ich ausgelassen. Das Ganze speichert ihr und fertig. Dann der persönliche Raum, den könnt ihr benennen, wie auch immer ihr ihn benennen wollt. Ihr könnt eine PIN erfinden und angeben. Die zeige ich euch jetzt nicht in diesem Fall, aber die kann man auch immer wieder ändern. Also das ist kein Problem. Ihr könnt sagen, wann der Raum oder ob der Raum überhaupt gesperrt werden soll, sodass die Teilnehmer nur mit Erlaubnis beitreten. Damit vermeide ich natürlich ungebetene Gäste. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn jemand in der Lobby meines persönlichen Raumes ist. Das heißt, wenn jemand quasi in diesen Vorraum, in diesen Warteraum geht und eigentlich ich jetzt gerade gar nicht da bin. Also ich kann dann sehen, dass sich da Menschen aufgehalten haben, die quasi in meinen Raum wollten. Genau, dann haben wir hier noch Audio und Video. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Ton bei Beitritt und Verlassen der Session, also des Online-Meetings, anzugeben. Ich persönlich mag das, weil man einfach mit dem Piepton ja quasi ein akustisches Signal hat, dass jemand kommt oder geht. Genau, ansonsten ist hier nicht viel einzustellen. Planung ist, glaube ich, auch nicht so aufregend. Hier kann ich, da steht es auch, hier kann ich sehen, dass ich für mich nochmal die E-Mail-Einladung, also an mich selber schicke, dass ich die selber auch nochmal bekomme in meinem Postfach und sehe, was ich da anderen geschickt habe und ob ich dann die Aufzeichnung direkt freigeben möchte. Und bei den Aufzeichnungen bekommt ihr verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansichten, wie man diese Aufzeichnungen hier darstellen kann und weitergeben möchte oder ob man es eben auch nicht möchte. Ja, das war das. Dann haben wir hier noch den Überblick.
Gehen wir auch mal einmal auf Überblick. Hier ist jetzt nichts drin. Der Überblick zu meinen Informationen zu den gehosteten Meetings. Support ist, glaube ich, klar. Downloads sind noch Möglichkeiten, weitere Downloads für Windows-Rechner. Ich nutze einen Mac, also kann ich das leider hier nicht zeigen. Könnt ihr euch aber angucken in Ruhe und Feedback geht natürlich an Cisco. So, jetzt gehen wir wieder auf da oben Home. Und machen das genauso wie vorher auch in den anderen verschiedenen Softwaremöglichkeiten, die ich schon gezeigt habe. Wir starten ad hoc ein Meeting. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich kann hier einmal freigeben, ja, möchte ich. Wie gesagt, wir benutzen die Desktop-Version, keine App. Okay, dann schiebe ich das mal einmal hier hin. Ihr seht jetzt auch hier, wie wir es schon in anderer Software gesehen haben, ein Vorschaufenster. Das könnt ihr euch genau angucken, gucken, ob euch das zusagt, ob der Winkel passt, ob die Kamera passt, ob das Licht passt, ob ihr das so nutzen wollt. Ich schalte jetzt mal meinen Ton aus, damit wir hier keine Rückkopplung haben, weil ich nutze schon den internen Lautsprecher, brauche nicht noch einen. Ihr lasst aber bitte den Ton an, denn sonst kann euch niemand hören. Also, auch hier wieder, wie bei GoToMeeting, Ton bitte anlassen. Ja, wenn alles passt, ach halt, bevor ich jetzt so voreilig da reinhüpfe, hier könnt ihr nochmal die Einstellung vornehmen für eure Kamera, falls ihr die wechseln wollt. Ich kann das einmal zeigen. Und zwar, ich kann sie nämlich hier wechseln. So. Wenn ich einmal wechsle, wow, dann haben wir aber kein schönes Bild. Das ist jetzt die Kamera meines Notebooks. Wir nehmen aber wieder die schönere Version. So, ein viel klareres Bild, viel besser ausgeleuchtet. Ja, also das könnt ihr auswählen, wie auch den Lautsprecher, also wie auch das Mikrofon. Das kann man hier alles einstellen. Und hier seht ihr, ich nehme den Computer für Audio. Ich habe hier nämlich gerade keine Möglichkeit, mich per Telefon einzuwählen. Das gibt die freie Version nicht her. Hier kann ich nochmal das Bild spiegeln, brauche ich aber gerade auch nicht. Alles fein soweit. Okay, wenn alles passt, kennt ihr schon? Dann starten wir das Meeting. So, entschuldigt bitte, dass ich jetzt nach unten gucke, weil ich möchte euch ja die Funktionen erklären. Und die kann ich nur erklären, wenn ich auch hingucke. Ihr seht aber schon, ich habe hier so ein super kleines Bildchen, also wirklich winzig. Wenn ich die Maus drauf halte, wird es auch noch dunkel. Gehe ich weg, ist es hell genug. Es ist aber sehr, sehr klein. Also ich muss mich ja auch selber jetzt nicht mega riesig hier sehen. Warum? Aber das ist erstmal irritierend, weil man das meistens so kennt, dass die Bilder groß sind und nicht diese ganz kleinen Formate. Es ist sogar, geht sogar so weit, wenn ich hier drauf drücke, bin ich ganz weg. Also kann jetzt warten, was mit anderen Teilnehmern ist. Hier seht ihr schon, Teilnehmer ist auch, ich mache das Bild mal eben wieder an, dass es nicht ganz so tot aussieht hier. So, wir warten jetzt auf andere Teilnehmer. Andere Teilnehmer sind gerade nicht im Anmarsch, aber ich werde euch das gleich demonstrieren und mich noch mit dem Handy dazu einwählen, dass man einfach sieht, wie das Ganze aussieht, wenn noch Teilnehmer dabei sind. Okay, wir haben jetzt also hier die Angabe der Teilnehmer. Hier würden dann einfach alle stehen mit in ihrer Funktion und auch mit welcher Audioversion sie da sind und ob die Kamera an oder aus ist. Und hier steht natürlich die Anzahl. So. Ich kann das auch wegschalten und ich kann es auch ganz wegnehmen. Wir schauen uns mal als erstes, fangen wir hier oben in der Ecke an. Hier sieht man wieder die Informationen, kennen wir schon von GoToMeeting, gleiches Prinzip. Hier sehe ich meine URL, meine Meeting-Kennnummer und sehe hier meine Videoadresse, meine Verbindung. Die zählt jetzt übrigens nicht, weil diese würde in diesem Fall Geld kosten. Aber wenn ich jetzt eine Bezahlversion habe, quasi die nächstgrößere, dann habe ich auch die Möglichkeit, Telefonnummern rauszugeben nach Ortstarif in dem jeweiligen Land, in dem ich mein Webinar halte. Genau, und den Zugriffscode. Also die typischen Informationen zu meinem Webinar, das kennt ihr vielleicht schon. Genau, dann gucken wir uns hier unten mal eben die verschiedenen Icons an. Stummschalten hatte ich gerade schon. Kamera ist, denke ich, auch klar. Wenn ich darauf gehe, wird auch der Icon hier rot angezeigt oder das Icon. Und dann ist die Kamera aus. Hier komme ich gleich drauf, dass es Inhalte freigeben. Das möchte ich gleich nochmal richtig zeigen. Deshalb überspringen wir das jetzt kurz. Recorder, Aufnahme ist, denke ich, klar. Hier ist nochmal Teilnehmer. Zack, habe ich wieder dieses Teilnehmerfenster, was wir eben schon anfangs gesehen haben. Das nehme ich wieder raus. Und hier habe ich natürlich auch einen Chat, auch so, wie man es kennt. Ich schreibe mal wieder Hallo.
Und man sieht hier oben, wer geschrieben hat, welche Uhrzeit. Und hier unten ist wieder die Möglichkeit, die ihr auch schon kennt, an wen ich das Ganze sende. An alle oder an die jeweiligen Teilnehmer, die dann hier aufgeführt wären und die ich dann gezielt gesondert ansteuern kann. So, nehmen wir den Chat wieder weg. Na, so. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, ein paar weitere Einstellungen vorzunehmen. Ich kann nochmal einladen. Ich kann mein Meeting sperren. Auch das haben wir schon in verschiedenen anderen Versionen gesehen. Meeting sperren ist immer sinnvoll, weil ich so ungebetene Gäste draußen halte. Also wenn ich weiß, dass alle meine Teilnehmer da sind, dann sperre ich mein Meeting. Dann haben wir hier noch Meeting-Link kopieren. Klar, wenn ich ad hoc einladen möchte, brauche ich den Meeting-Link. Audioverbindung, klar, Lautsprecher und Kamera, Mikrofon, die Einstellung hatten wir schon. Und mit einem Gerät verbinden, das machen wir jetzt nicht. Ich könnte jetzt zusätzliche Geräte einbinden. Das X ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Damit kommt da auch eine Beschreibung? Nee, doch, da kommt die kleine Beschreibung. Damit kann ich das Meeting verlassen, beziehungsweise das Meeting für alle schließen. Auch hier gilt, wenn der Gastgeber geht, wird das Meeting für alle geschlossen. Wenn die Teilnehmer gehen, gehen natürlich nur die Teilnehmer und das Meeting geht weiter. Gut, dann den Punkt, den ich gerade übersprungen habe, möchte ich euch jetzt unbedingt zeigen, und zwar Inhalte freigeben. Inhalte freigeben ist hier ein wenig anders als das, was wir bisher gesehen haben. Ihr seht schon, es ist eine große Fläche, es gibt viel Auswahl, es ist sehr selbsterklärend auch hier. Man kann genau sehen, was man tut, beziehungsweise verhindern, das freizugeben, was nicht freigegeben werden soll. Und auch hier kann ich direkt vorher vorbereiten, was ich zeigen möchte. Ich glaube, das ist auch wieder klar, Desktop, dann die verschiedenen Anwendungen, die ich aufhabe. Hier unten, wenn man noch ein bisschen hochgeht, könnte ich noch Dateien freigeben, wenn ich jetzt irgendwelche bestimmten andere Anwendungen, ein Whiteboard oder sogar mobile Geräte mit einbinden. Wir wollen jetzt aber einmal das Whiteboard anschauen. Ich gebe das einmal frei. So. Dazu sage ich gleich, das habe ich in meinem Test rausgefunden, dass ich, wenn ich das Whiteboard freigebe, dann können die Teilnehmer auf mobilen Geräten leider nicht mitzeichnen. Zumindest ging das in meinem Test nicht. Falls das doch irgendwo geht, schreibt es mir in die Kommentare, wenn das jemand von euch weiß, aber so viel ich rausgefunden habe, geht das nicht. So, jetzt zeige ich euch einfach mal das Klassische hier, haben wir die Farbe eingestellt. Jetzt nehmen wir mal dieses Typische, was alle immer machen, wir malen ein bisschen. Das ist ein Highlighter. Natürlich ist das interessanter, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Text habe und ich markiere ein paar Punkte oder weise auf bestimmte Sachen hin. Ich kann hier schreiben, so, ich kann hier, was haben wir hier? Ja, also ich kann hier im Moment, steht auch immer bei, was man machen kann, Kommentare zu lassen. Heißt, es können die anderen Teilnehmer einfach ihre Meinung dazu schreiben oder ihre Anmerkungen, wie auch immer. Ich kann Kästchen zeichnen und hier solche geraden Linien. Und ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt bestimmte Parts wieder raushaben möchte, einfach das Ganze wieder mit dem Radiergummi quasi löschen. Also es ist ein klassisches Whiteboard, wie man es kennt. Man kann damit gemeinsam arbeiten und ja, kann alles Mögliche darstellen und highlighten, wie ich es gerade gezeigt habe. Wenn man das Whiteboard wieder verlassen möchte, dann muss man hier oben auf diese Funktion gehen. Man kann dem Kind auch einen anderen Namen geben. Hier seht ihr den Stift, aber wir wollen das jetzt auch gar nicht speichern. Hier wird man nochmal gefragt, ob man das speichern möchte. Hier steht jetzt nur die Registrierkarte, aber normalerweise werde ich, genau, da, ich wollte sagen, werde ich gefragt, ob ich es speichern möchte. Genau, ich möchte es nicht speichern, weil wir haben ja nichts Interessantes jetzt hier geschrieben. Aber so sieht das Ganze aus. So, dann gucken wir nochmal. Ich komme jetzt mal als Teilnehmer dazu, also als zweiter Teilnehmer. Okay, Moment. So, und hier seht ihr jetzt, dass ich in der Lobby warte. Das heißt, so sieht das Ganze aus, wenn Teilnehmer in den Raum wollen, der Raum aber gesperrt ist, was wir ja vorhin in den Grundeinstellungen gesehen haben, und ein Teilnehmer in der Lobby wartet, um zugelassen zu werden. Hier kann ich genau sehen, wer kommt, sofern die Leute ihren echten Namen angeben, was ich natürlich vorher als Voraussetzung angeben kann. Und dann kann ich zulassen und schon so ist das Ganze verbunden. Wow, da bin ich noch einmal groß über mein Telefon und ihr seht, jetzt ist der Sprecher auch groß angezeigt, weil so sollte es ja eigentlich auch sein. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das muss ich auch noch mal kurz zeigen,
festzulegen, wen man sehen soll. Also ich kann jetzt sagen, zum Beispiel der Gastgeber soll zu sehen sein im Großformat, also ich selber in diesem Fall, weil ich jetzt gerade was erzähle. Oder aber, gehen wir nochmal her, jetzt haben wir nur Mimi. Mimi ist jetzt gerade am Präsentieren oder erzählt was und soll angezeigt werden und wird hier festgepinnt. Ich kann aber auch das Pinnen rausnehmen, dann sieht man einfach gerade denjenigen, der spricht. Genau, jetzt schalte ich mich mal wieder aus, weil es doch verwirrend ist. Wobei, nein, einmal gucken wir noch bei Teilnehmern. Das, was ich eben erzählt habe. Hier seht ihr, Teilnehmer ist jetzt Mimi auch dabei und ihr seht aber auch hier, so, Mimi ist nämlich nicht über ein Headset mit dem Computer verbunden dabei, sondern über ein mobiles Gerät. Auch das wird hier angezeigt. Gut. Meeting verlassen. Mimi ist wieder weg. Also mein zweites Ich ist wieder raus. Und ja, wir haben jetzt im Grunde alle wichtigen Punkte besprochen, die hier zu sehen sind. Guck nochmal, hier wird die ganze Zeit immer angezeigt, dass das Mikro aus ist. Ich hoffe, ihr konntet hier einen Überblick gewinnen, wie das Ganze aussieht. Es ist auch hier wieder sehr, sehr einfach zu bedienen, weil es einfach nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, nicht so wahnsinnig viele Einstellungen, sodass man tatsächlich einfach loslegen kann mit seinem Online-Meeting. Vielleicht noch einmal kurz dazu, es ist ein bisschen verwirrend immer, wie die Bilder dargestellt werden. So wie hier zum Beispiel mit diesem kleinen Bild und plötzlich ist der Sprecher groß und dann ist noch einer dabei, ist auch wieder groß. Wenn wir jetzt, das sage ich einfach schon mal vorab, wenn wir jetzt mehrere Personen haben und eine Präsentation, dann werden die Bilder hier oben in der Leiste angezeigt. Die Leiste sieht man jetzt nicht, aber hier oben werden dann diese kleinen Kästchen, so sieht das dann aus, nebeneinander angezeigt. Und darunter ist zum Beispiel die Präsentation. Weil sonst, wenn die kreuz und quer hier auf dem Bildschirm wären, das würde ja nicht so richtig funktionieren. Und ebenfalls habe ich die Möglichkeit, auch da mir die Bildschirmaufteilung einzuteilen. Vielleicht sollte ich euch das doch nochmal zeigen. So, gehen wir noch einmal als Mimi in dieses Meeting. Dann zeige ich euch, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass ihr einmal sehen könnt, wie das Ganze aussieht, wenn man die Bildschirmaufteilung nutzt. So, Mimi kommt wieder in den Raum. Mimi ist wieder in der Lobby. Mimi wird wieder zugelassen. Okay, Verbindung wird hergestellt. So, und jetzt zeige ich euch nämlich hier mal diese Funktion. Jetzt gibt es hier Vollbild und das nehmen wir auch wieder weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Whiteboard freigebe, da seht ihr, was ich meine. Hier oben sind jetzt die Bilder zu sehen, meins nicht, ich bin ja auch Sprecherin, aber so sehen dann die Teilnehmer nebeneinander aus. Und ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel auch umzustellen, dass die Teilnehmer an der Seite zu sehen sind. So. Genau. Oder mitten auf dem Whiteboard, jetzt habe ich gar keinen Teilnehmer mehr dabei. Oder wieder die Grundeinstellung da oben. Okay, dann kommt Mimi wieder raus. Und wir schließen das Whiteboard ein zweites Mal. Das ist jetzt auch schon das zweite. Nein, wir möchten immer noch nicht speichern. Und wir warten jetzt wieder auf Teilnehmer. Also das waren die Funktionen. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, es war hilfreich. Und ja, freue mich, wenn ihr diese Software einfach mal ausprobiert, testet und mir auch dazu eure Erfahrungen oder Kommentare in die Kommentare schreibt. So, das war's. Ihr habt die Software gesehen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr fandet die Erklärung übersichtlich. Wenn ihr noch Fragen habt, immer gern in die Kommentare. Wenn ihr die Videos, wie ich es auch gesagt habe, über zum Beispiel die mobile Ansicht haben möchtet oder auch über die App, die man natürlich auf dem Desktop auch ausführen kann, dann lasst mich das wissen in die Kommentare. Dann werdet ihr die nächsten Videos darüber sehen. Gut, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn noch nicht abonniert, dann jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!